Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1: Ist Plankton ein Genie? Antwort: Ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Benjamin Gordo is now live. Streaming Spongebob Squarepants. Battle for Bikini Bottom - Regeldrahtet. Gordo TV. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesn und Dinkitana, Fuschbach, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Ja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch... Mau. Was für eine aber... Mau. Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Mau. Wenn ich also noch mal mit dir... Das kannst du mir ruhig. Wichtige Neuigkeiten!
Die Bewohner von Bikini Bottom wurden von einer wütenden Woge schrecklicher Roboter angegriffen. So viel dazu. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer für diese mich... Sagte ich, große Probleme? Ich meinte, so große Probleme, dass sie sich dem Fassungsvermögen entziehen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen, aber ich... Meine Notiz von Mr. Krab. Ahoi, SpongeBob. Als treues Besatzungsmitglied der Krossen Krabbe wurdest du zum Chefsammler... Wow, eine Beförderung. Ganz recht, eine Beförderung. Sammel alle glänzenden Objekte, die diese Roboter liegen lassen, ein und bring sie zu mir. Jetzt hör auf, wie ein Seepferdchen herumzusausen. Es glänzt. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen, aber ich habe keine Zeit. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Thank you.
Frisch wie eine Frühlingsbrise. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Thank you.
es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender. In deinen Träumen. Abgemacht. Kumpelblase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du dir... Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter... Ach ja, tut mir leid, ich habe wohl zu lange in Seif... Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich ger... Katsching! Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Wenn du diese... Die hab ich noch Dollar verloren. Ein Rudel Roboter kam hier. Klare Sache. Halt, du mein... Gesundheit. Patrick sollte mal wieder waschen. Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Das ist klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. SpongeBob, dieser Ausruf. Aber da du.
Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Es tut mir so leid, Thaddeus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddeus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Ach, Thaddeus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Schenke öffnen ist klasse. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au!
super aus. Thaddäus? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles... Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Ja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Mach das! Keine Sorge! Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Öffnen ist klasse. Oh, wie funkelnd. Los, SpongeBob. Los, SpongeBob. Los, SpongeBob.
genau meine Größe. Nennt mich auch Schwamminator. Noch ein Punkt für Patrick. Genau meine Größe. Fenster öffnen ist klasse.
sollte mal wieder waschen. Gary, was geht ab? Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Randalier-Erlebnis. Boing! Boing! Ach, wie großer Schinken. Den habe ich verstanden. Oh, wie funkelnd. Schenke öffnen ist klasse. Ja.
Ach, du großer Schinken. Den hab ich verstanden. Nimm das. Jungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollen. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. Geschenke öffnen ist klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Genau meine Größe. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. SpongeBob! Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Ja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Oh, Junge, Junge, Junge!
dunkel das Bild. In jedem steckt ein Geschenk! Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Der Fels spricht mit mir. Hier unter... Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle, folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein, aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank! Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Oh, eine unheimliche dunkle Höhle.
Autsch! Schon viel besser. Autsch! Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ich finde nicht, dass Tischfobs Unterwäsche richtig passt. Autsch! Schon viel besser. Oh, Geschenke aus Holz. Wie viele davon muss ich denn tragen? Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Autsch! Autsch!
Der Roboter hat Bumm gemacht. Strahlend weiß. Schon viel besser. Dass SpongeBobs Unterwäsche richtig krass. Ahoi! Thaddäus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ja? Gute Sache, das. Dies. Ach. So hell, so glänzend. Strahlend weiß. Oh, in jedem steckt ein Geschenk. Mrs. Puff? Hallo, Patrick. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, klasse. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Klare Sache, Mrs. Puff. Hast du nicht gefahren? Natürlich noch gut. Es glänzt. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm.
frisch wie eine Frühlingsbrise. Man nennt mich auch Schwamminator. Schenke öffnen ist klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Genau meine Größe. Jau! Genau meine Größe. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich bin bereit.
fühle mich wie ein neuer Schwamm. Autsch! Autsch! Tartarsoße, wie schrecklich! Autsch! Nimm das! Jauch! Frisch wie eine Frühlingsbrise! Schenke öffnen ist klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Katsching! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Autsch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Jau. Whoa, whoa, whoa.
Jo, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oder bis später, wie auch immer.